So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls. Auch hier gilt wieder, ich habe, da ich eure Informationen noch nicht habe, welches Aufnahmegerät am besten ist, das Turtle Beach Headset verwendet und ich weiß auch durch die Renderung, dass ihr am besten den Ton nicht so laut hochtonen sollt, nämlich es hat ein gewisses Rauschen. Das liegt aber höchstwahrscheinlich nicht am den Headset an sich, sondern es ist eigentlich ein Einkegel-Headset. Ich verwende einen Adapter und dieser Adapter hat einen Knick. Das ist eigentlich ein Kabel, was sich in zwei splittert. Ich habe leider gerade keinen anderen. Der Grund, warum ich die anderen nicht verwende, ist einfach, weil zum einen das andere Headset sich noch schlimmer anhört, weil es auch ein Kinkel-Headset ist, und das andere ist batteriebetrieben. Ich habe Angst, dass dann einfach irgendwann mal ich weg bin vom Ton her. So, was noch als nächstes dazu kommt, unser heutiges Ziel ist nämlich ein bisschen anders da, als ihr vielleicht denkt. Und zwar ist es da, hinter den Drachen zu kommen. Weil hinter den Drachen, ne, ihr sieht man es auch, ist ein Leuchtfeuer. Und eigentlich... versuche ich da hinten dran zu kommen. Und ich glaube, es ist etwas schwieriger als gedacht. Weil ich höchstwahrscheinlich von vorne kommen muss. Aber auf jeden Fall, unser heutiges Ziel ist es, da in das Ding zu kommen, dass wir dort speichern können. Weil ich das persönlich besser finde. Wir haben also ordentlich das Glocke oder so. Nein, wir gehen einfach zum nächsten Feuer. Das echt um die Ecke liegt. Eigentlich. Aber halt unglaublich viel... ja, Weglauferei meines Erachtens nach und spart, weil von dort hinten kommt man auch leicht dahin. Da war erstmal hinzukommen, ist die Sache, glaube ich. Okay. Weil das Problem ist, der macht nicht das, was er eigentlich machen soll. Der ist, macht das! Das will ich eigentlich, dass er die ganze Zeit das macht. Wenn er das macht, kann man durchrennen. Toll, danke, dass du es erst jetzt machst, du doofer Drache. Laut das Intelligenteste ist es, in die eine Ecke zu gehen, da ich glaube, ich dort entweder weniger oder gar keinen Schaden bekomme. Hufes Vieh. Mann, warum muss ich bei Dark Souls immer husten? Das hat bestimmt mit der Asche vom Drachen zu tun. So, bin ich jetzt sicher? Einigermaßen, glaub schon. Au. Ja. Immer noch nicht los, das blöde Viech. Es fliegt doch mal los! Bist du so doof? Gerade ist es. Super.
Nein, du sollst doch gar nicht. Gott. Der fliegt einfach nicht los, ich weiß nicht. Das Problem ist... Gott sei Dank. Und jetzt kann ich, glaube ich, einfach das Ding öffnen, oder? Hebel ziehen. Müsste ich einfach da durch können. Also, soweit ich das verstanden habe. So, aufsteigen. Oh, ich kann tatsächlich aufsteigen. So, mal meine Stärke bestätigen. Befindet sich hier irgendwas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt halt einen viel besseren... Okay. Das Problem ist, na super. Ich weiß, dass es eine Art leichten Hieb gibt. Ich glaube, das ist der da. Ah, da kann ich da an Abwehrposition gehen. Ah, gut, ich will erstmal mein Zeug da haben. Und jetzt gucken wir mal, wo das Ganze mich hinführt. Aha. So, wir müssen jetzt irgendwie da runter in die Ecke. Ich frage mich gerade nur wieder, wie man... Wie rennt man? Verdammt, wie rennt man? Ich hab vergessen, wie man rennt. Ah, okay, ich hab's herausgefunden. So, ich habe nicht vor, gegen das Schwein zu kämpfen. So. Oh, ihr hinterhältigen Schweine.
Aber wie gesagt, von dort aus ist es wesentlich einfacher. Da muss ich nicht durch diese ekelhaften Kanalisationsgedöns. Und jetzt hat Mafos tatsächlich wieder am Ziel, die Glocke zu erreichen. Aber wir haben unser heutiges Partziel erreicht. Das bedeutet, was? Wir spielen schon 10 Minuten? Willst du mich verkohlen? Ich muss es kurz mal auf Vollbild stellen. Alles klar, wir spielen schon seit 10 Minuten. Okay. Dämliche Drecksau. Ich wollte gerade sagen, das Schwein ist doch nicht hier runtergekommen. Das kann hier gar nicht runter. Hier sterbe ich an der einen und derselben Stelle, wo ich vorher noch gar nicht gestorben bin. Lustig. Ja. Ja, also in der heutigen Woche ist es mein Ziel, die Glocke zu erreichen. Also, ich habe jetzt noch für diesen Part knapp 9 Minuten Zeit, das zu machen. Ansonsten war das im nächsten Part. Nicht mehr und nicht weniger. Ach, lass dich in Ruhe. Ich weiß gar nicht, ob die Leiter hochklettern können. Ja, können sie. So viel dazu, sie können Leitern hochklettern. Hey, 10 cm weitergekommen. Wir sollten vielleicht den einen Gegner erst da unten ausschalten, bevor wir uns da durchprügeln. Jeder Gegner ist Gegner zu viel, den wir hier haben. Sagen wir es mal so rum. Schau. Also, manchmal bringt dann eben doch das kleinste bisschen etwas.
Nein, du sollst. Warum? Ich will doch gar nicht, dass er. Echt mal, das ist der blöde Controller. Aha. Okay, und noch um wechseln. Wieso musst du Nintendo das durchgezogene Steuerkreuz patentieren lassen? Damit man sich genau deswegen aufregt und Dark Souls auf der Wii spielt. Wii U spielt. Switch. Also ich check das nicht so ganz. Irgendwie, das bringt nichts, wenn ich das mache. Die Gegner interessieren sich dafür gar nicht. So visiere ich die Gegner eigentlich nicht an. Kann man das mal jemand verraten, wieso ich so dumm bin? Ich finde auch, ich verbrauche viel zu viel Zeit dort. Einfach durch. Ich renne jetzt einfach durch. Ich lasse auch den einen am Anfang da jetzt einfach mal stehen. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich wollte gerade sagen, warum zum Teufel nochmal? Einfach rennen. Och, kann man mal jemand sagen, warum es solche. Ich bin doch nur zur Glocke. Ich weiß, das Spiel soll schwer sein, aber. Da sollte man mehr Speicherpunkte machen. Ist meine Meinung. Aber wenigstens haben wir den einen Speicherpunkt erreicht. Ich denke mal einfach, es muss doch einen Trick geben. Irgendwas, was ich übersehen habe. Gerade nach kann ich nicht eigentlich auch einfach durchrennen darunter.
Zirk ist auch Gegner, aber irgendwie... Was zum Teufel habt ihr für Probleme? Okay, das funktioniert nicht so einfach. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Ich habe eine Idee. Wie immer habe ich eine Idee. Aber die Zeit ist eigentlich schon um. Ich würde daher sagen, wir beenden an der Stelle Party. Wie gesagt, das, was wir heute erreichen wollten, haben wir erreicht. Der nächste Part, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, man merkt schon, ich gebe innerlich auf, jemals zur Glocke zu kommen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, Leute.